als Duisburger SPD mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen. Darum ging es gestern Abend im Biergarten Hafensturm. Trotz der offenen Einladung sind viele Plätze leer geblieben. Dafür sind umso mehr Ratsleute und Parteimitglieder gekommen. Oberbürgermeister Sören Link und SPD-Duisburg-Vorsitzender Mahmut Özdemir sind deshalb auf die anderen Biergartenbesucher zugegangen und haben das Gespräch gesucht. Angesichts des schlechten SPD-Europawahlergebnisses sei es nun wichtig, die Hintergründe zu verstehen. Na, das Europawahlergebnis, das haben wir als SPD sauber in den Teich gesetzt. Wichtig ist, dass wir jetzt hier das Gespür haben, was die Menschen umtreibt, weshalb sie uns das Vertrauen entzogen haben. Und das, was ich wahrnehme, ist, dass die Leistungsträgerinnen und Leistungsträger glauben, es lohnt sich nicht mehr fleißig zu sein in unserem Land. Sie sehen, dass Millionäre eigene Krankenversicherungen und Rentenversicherungen haben. Sie sehen, dass wir das Thema Migration nicht so anfassen, wie sie es gerne hätten. Dass hier Leute ins Land kommen und in kürzester Zeit den gleichen Anspruch haben wie jemand, der 30, 40, 50 Jahre geklebt hat. Und das ist ungerecht. Und für diese Ungerechtigkeiten war die SPD mal der Garant, die Schutzmacht dieser Menschen. Da möchte ich gerne mit meiner SPD wieder hin zurück. Und dann wird es auch wieder was an Wahltagen mit freudigen Gesichtern. Die SPD erreichte bei der Europawahl mit 13,9% ihr schlechtestes Ergebnis bei einer bundesweiten Wahl. Auch in Duisburg blieb die Partei hinter den Erwartungen. Sie landete mit 22,1% auf dem zweiten Platz hinter der CDU-CSU. Oberbürgermeister Sören Link verneint einen Einfluss der Lokalpolitik auf dieses Ergebnis. Er betont jedoch die Bedeutung des lokalen Vertrauensaufbaus. Es gilt nun, auf kommunaler Ebene wieder Boden zu gewinnen. Ich glaube, in erster Linie waren die Leute sauer auf die Berliner Kollegen der Ampel und haben das auch durch ihr Wahlverhalten zum Ausdruck gebracht. Das ist jedenfalls meine Interpretation. Und ich sehe das weniger als irgendein Fingerzeichen Richtung Kommunalpolitik. Denn das, was auch die Bürger heute Abend mir zurückspiegeln, ist, dass sie eigentlich ganz zufrieden sind. Am Ende des Tages ist es ja entscheidend, dass wir hier vor Ort mit den Menschen reden. Das ist der Vorteil der Kommunalpolitik, das ist der Reiz der Kommunalpolitik. Und ich finde, wenn die Menschen wissen, sie haben hier Ansprechpartner. Wir haben nicht auf jedes Problem sofort eine Lösung, aber wir arbeiten dran. Dann ist schon viel gewonnen. Die anstehenden Wahlen machen den Aufbau von Vertrauen für die SPD umso dringlicher. Im nächsten Jahr warten nicht nur Bundestagswahlen, sondern auch Kommunalwahlen in NRW. Zudem wird in Duisburg ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Mahmut Özdemir zeigt sich trotz der Herausforderungen optimistisch. Er erinnert daran, dass die SPD in Duisburg bisher viel erreicht habe. Wir wollen das schaffen und deshalb sind wir auch hier. Wir nehmen die Anliegen der Menschen ernst. Wir haben vielleicht an der einen oder anderen Stelle Fehler gemacht, das muss man auch in aller Deutlichkeit so sagen. Aber ich glaube, wenn man das ehrlich eingesteht und Fehler auch korrigiert, dann wird es auch was. Und wir haben die besten Konzepte. Wir sind zum Beispiel die Partei, die Ogata-Gebühren in Duisburg abschafft. Das entlastet Familien, die schulpflichtige Kinder haben. Weit unbekannt. Wir sorgen dafür, dass schulpflichtige Kinder einen Bibliotheksausweis bekommen. Wir haben die größten Summen an Vereinsförderung in Sport und Kultur investiert. Wir haben den Haushalt dieser Stadt saniert. Das Superwahljahr 2025 wird eine entscheidende Probe für die SPD. Im Herbst nächsten Jahres müssen die Wähler überzeugt werden. Der aktuelle Trend verlangt deutliche Änderungen innerhalb der Partei. Die SPD steht vor der Herausforderung, das verlorene Vertrauen zurückzugewinnen. Ob der Abwärtstrend gestoppt werden kann, wird sich zeigen.